Hallo und herzlich willkommen zu der Bankler erklärt. Heute wollen wir uns mal mit SSH beschäftigen, weil man möchte sich ja mit seinem Server auch mal verbinden können, und wie das Ganze so funktioniert und was man da alles einstellen kann, das werden wir jetzt heute mal durchgehen. Hallo Bangler. Hallo, sei gegrüßt. Ich rück mich noch ein Stückchen, dann bin ich gerade in der Sicht und liege nicht hinter der Kamera. Ja, was darf ich jetzt tun? Ja? Wir haben jetzt hier ein Debian 10 in der virtuellen Maschine. Diesmal Genau. in Oracle VirtualBox zur Abwechslung. Und wir können die Schriftgröße nicht beeinflussen. Das ist jetzt in diesem Video so. Aber wenn wir uns dann später mal mit SSH darauf verbinden würden, von einer grafischen Oberfläche aus, dann würde das natürlich funktionieren. Gut, also, was darf ich heute tun und lernen? Naja, gute Frage. Du hast ja schon gesagt, du möchtest dich ja mit der Maschine verbinden. Und dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und eine von denen ist ja, dass man sich per SSH, also Security Shell, schon wie der Begriff selber sagt, in einer sehr sicheren Terminalverbindung verbinden möchte. Woher kommt das? Es gab ja früher auch schon Verbindungen, die nannte man dann übers Telnet, die sind dann die unverschlüsselten Varianten. Und irgendwann hat man sich gesagt, okay, alles, was übers Netz kriecht, kann man lesen. Und jetzt möchte man aber, dass das, was übers Netz geht, verschlüsselt wird, von A nach B, also Peer-to-Peer, wie man so schön sagt. Und da muss man dann eine Verschlüsselungstechnik einsetzen. Also ist man hergegangen, hat gesagt, man nimmt die Kryptomanie auf beiden Enden und verbindet diese miteinander. Damit ist der Datenverkehr dann verschlüsselt. Und das heißt, man hat im Prinzip einen Telnet, der den Zusatz bekommt, eine Verschlüsselungstechnik und dann nennt man das auf einmal Security Shell. Nichts anderes. Also funktionell betrachtet fast das Gleiche. So, und wir haben hier ein Standard Debian installiert und wenn wir da alles wegklicken, würde ich mal sagen, oder? Ne? Wegklicken an der Stelle. Dann haben wir gar nichts außer ein Basissystem hier und dann können wir uns da gar nicht drauf konnektieren. Das können wir jetzt einfach mal testen, indem wir einfach nur mal SSH eingeben, mal gucken, ob der Client drauf ist. Der ist da. Jetzt machen wir mal SSH und dann machen wir Leerunterlagen Localhost. Das heißt also, die lokale Maschine selber anwählen und heißt Connection Refused. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal gäbe es die Möglichkeit, ja, es läuft hier ein SSH, aber vielleicht gar nicht auf diesem Port. Dann hätten wir auch die Fehlermeldung. Oder es läuft eben kein SSH. In unserem Fall wissen wir, wir haben keinen, also müssen wir den installieren. Für diejenigen, die sich vielleicht da noch nicht so tief mit beschäftigt haben, jeder Rechner hat 65.000 Ports. Stellt euch einfach ein Hochhaus vor mit ganz vielen Eingangstüren, und hinter dem Port 22 wohnt halt der Herr SSH. Ich kann ihn aber auch in eine andere Wohnung schicken. Genau. So Gut. sieht's aus. Ja, also. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal einen SSH-Server installieren. Genau. Sudo apt install SSH. Oder soll ich erstmal suchen? Also, da wir hier eine Netzinstallation haben und alles aktuelle ist, dann können wir ja mal, Oh, es ja, wenn gibt kein du. Sudo. Ja. Ist ja Debian. Sudo minus. Search SSH. Boom. Gibt's aber viel. Da könnten wir jetzt lange gucken. Aber da ist es jetzt schön, wir könnten jetzt uns nur mit Python und so weiter beschäftigen, machen wir jetzt mal nicht, sondern wir geben einfach den richtigen Befehl ein. Wir sind ja schon root an der Stelle. Zum einen laden wir uns das sudo dazu, würde ich mal sagen, ne? Damit vielleicht in Zukunft ein bisschen einfacher das haben, das nehmen wir noch dazu. Und dann open ssh-server. Und dann sollte er beides finden, das gucken wir nochmal. Was will er alles installieren? Vorgeschlagene Pakete werden neu installiert, genau. Vorgeschlagene Pakete, es gibt ja Zusätze noch, die Dinge vereinfachen können.
Normalerweise brauchen wir die aber für den Standard nicht. Insofern können wir das jetzt einfach mal getrost bejahen. Und dann wird hier auch standardmäßig auch gleich alles schon gemacht. Läuft, ne? Ja, Wir sind heute 41%. etwas gemütlicher heute auf dem Server unterwegs. Das haben wir aber vorhin schon bemerkt. Das tut dem Video aber auch keinen Abbruch. Und man sieht auch mal ganz schön, wie das funktioniert. Wir können einen Ladebalken observieren. Ist doch auch mal schön. So, was wir jetzt aber hier sehen können bei den Stationen, dass dem Server selbst bei den Stationen ein neuer Key generiert wird. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass die Verbindung verschlüsselt wird. Und hier sehen wir die Verschlüsselungstechnik. Die Länge sehen wir auch, also SH256 mit der Bitbreite von 2048, wenn ich das richtig interpretiere. Genau. Er hat Das mehrere heißt, Keys im Endeffekt für unterschiedliche. Er hat drei Keys für SSH 256 und eben einmal sind zwei verschiedene. ECDSA und einmal Genau. ED25519 und ja, und einmal für Das RSA. Genau. sind Typisierungen oder verschiedene Arten der Verschlüsselungstechnik, die er jetzt schon mal bereitstellt zum Verbinden. So. So, und Ja. jetzt kann ich also ein SSH auf Logolos machen. Ja. Sollte gehen. Jetzt ist das Erste, was wir bekommen, ist, das SSH legt oder schreibt den Gegenhost in eine Datei, in eine Known Host, also eine Ich kenne dich Datei auf gut Deutsch. Und immer wenn wir uns mit einem neuen Server verbinden, will er in diese Kenn dich Datei das reinschreiben, wird das mal bejahen, dass wir sagen, ja, darfst du gegenschreiben. Könnte man auch zum Protokollieren benutzen, um zu schauen, auf welchem Server der Benutzer schon war. So, mein Root-Passwort. So. Und wenn jetzt alles gut läuft, dann geht nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kann man sich schlecht verschreiben. Ja, das meinte ich jetzt auch nicht. Sondern wenn alles gut läuft, lässt der SSH-Server als Root einen gar nicht rein. Denn Root ist nicht gut. Ne? Das ist er. Also Hab können ich schon wir. so verstanden? Ja, passt schon. Ich habe Gut. nur damit sagen wollen, Ja. die Standardeinstellung ist so korrekt, also ich finde sie gut, dass das nicht geht. Da hast du ja auch schon das Video über Passwörter gemacht, ne? Habe ich ja mitbekommen. Ja, aber noch nicht veröffentlicht. Ja, gut, wenn das aber mal rauskommt, reingucken, da könnt ihr mal sehen, und da wird bestimmt der Root-User oft benutzt mit irgendwelchen Passphrasen, also Passwörtern. Und deswegen sollte man den eigentlich auch nicht benutzen. Sollen wir Genau. den jetzt mal benutzbar machen oder noch nicht? Ich habe ja einen normalen Benutzer drauf, also eigentlich brauchen wir ihn gar nicht benutzbar machen. Gut. Können wir im Nachgang aber nur trotzdem nochmal zeigen. Vielleicht Ja. ist es ja notwendig im privaten Netzwerk, dass man das mal möchte. Finde ich dann untragisch auf einem echten, dedikierten Server, wie man schon sagt, also einem Zentralserver. Bitte nicht. Ja, gut, okay. Dann könnten wir uns jetzt auf den Server jetzt schon so verbinden? Mal Frage an dich. Gut, ich habe einen Nutzer darauf. Ich habe einen SSH-Server installiert. Wenn ich jetzt mit dem normalen Nutzer. Gut, dann mach doch mal LS Home, damit wir das auch sehen. Ich möchte wissen, ob da wirklich ein Benutzer ist. So. Na, nein, du bist ja der Root. Das ist nicht gut. So. Machst du das mal bitte mit LS-All oder so? Oder LSL-HUD oder so? Irgendwas, wo mir alles zeigt? Genau. So. Was wir jetzt an der Stelle jetzt nicht sehen, aber in Wirklichkeit stattfindet, ist, dass der Maschinio, ich hoffe, ich tue es richtig aussprechen, Es wird besser. bestimmt wieder nicht, wird besser, ne? Wunderbar. Wir trainieren das von Video zu Video. Dass hinter dem Namen eigentlich eine Nummer steckt. Ja, das heißt, da hängt jetzt irgendeine Nummer drunter und die lassen wir machen. Wir machen Folgendes. Ich hätte Shadow oder Passwd. Passwd. Würde ich doch mal sagen, ne?
So, warte mal, machen. Dann sehen wir irgendwo. Jetzt Drittletzte. könntest du das mal kurz bitte kreppen, dass wir das So. vielleicht nur die eine Zeile nachher sehen. Das ist geschickter. Das reicht schon, das ist ja okay. Jetzt sehen wir es ja klar und deutlich, dass wir zuerst den Anmeldenamen haben, danach die Benutzer-ID und einmal eine Benutzergruppe. Und beide sind mit 1000 geschrieben. Warum spreche ich gerade darüber? Ist ganz einfach. Und zwar, wenn wir uns mit einem Benutzer verbinden, bedeutet das nicht zugleich, dass die Benutzer-IDs von beiden, dem Client, mit dem ich mich verbinde, zum Server hin auch die gleichen sind. Das könnte also auch irgendein anderer Benutzer sein. Darauf möchte ich eingehen an der Stelle. Wenn man das im Heimnetzwerk macht und bildet auf beiden Seiten die gleichen Benutzer ab, dann hat man wahrscheinlich die gleichen Benutzer-IDs und damit auch die gleichen Schreibrechte. Das wäre dann zum Beispiel wichtig, wenn ich jetzt über SSH mir ein Dateisystem einhänge und wissen möchte, mit welchen Rechten wird geschrieben. So, nur deshalb möchte ich das mal kurz erklärt haben, dass man weiß, wenn man sich auf den externen Rechner verbindet, dass es sein kann, dass man auch mit anderen Rechten oder Benutzer-IDs dann am Schluss auch arbeitet. So. Genug, oder? Ja, das müssen wir dann mal, glaube ich, in der Praxis zeigen, dass man denkt, dass man eigentlich was dürfte, weil man ja Besitzer ist oder so und es tatsächlich nicht funktioniert. Also erlebt habe ich das zum Glück schon, deswegen kann ich es nachvollziehen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das jeder nachvollziehen kann, weil es doch sehr abstraktes Konstrukt ist. Aber wir werden es sicherlich in einem der hoffentlich vielen Videos, werden wir auf diese Probleme stoßen. Ja, ich empfinde es weniger als abstrakt, weil es entspringt alles einer relativ einfachen Logik. Aber man kann sich halt auch bei einfachen Logiken verstricken. Und dann spricht man von abstrakt. Aber vom Grundprinzip der Berechtigung ist sehr einfach, wenn man die Standards benutzt und nicht erweitern. Gut. Also, Das ist aber nicht heute unser Thema. So. genau, jetzt, also wir haben einen SSH-Server installiert. Es gibt Genau. einen Benutzer auf diesem Server, dem man ja SSH erlauben könnte. Oder Nein, ist das jetzt... standardmäßig sind die alle Benutzer, die nicht root-definiert sind, also alle über ab der 1000, so rum, so ab 1000, sind erlaubt. Diese sind irgendwann mal als Standard definiert worden und alles und drunter als Systembenutzer. Okay, einmal durch die Hintertür als Root dann da drauf, das geht natürlich auch. Ja, also was ich jetzt hier gemacht habe, ist eben SSH, der Befehl, um sich zu verbinden, Benutzername, at Ja. IP-Adresse, in dem Fall halt Localhost. Und dann kommt die Genau. Passworteingabe und jetzt habe ich mich praktisch per SSH mit Passwort verbunden. Okay, wenn du sowas Spezielles machst zum Lesen, clear am besten 6. Mal den Bildschirm, es ist einfacher, weil es wird sonst vielleicht etwas zu viel. Ja, weil dann Also ist es SSH von der Benutzer dann, ne? add und jetzt würde man hier normalerweise eine IP-Adresse oder möglicherweise eine IP-Adresse oder eine Domain haben, aber jetzt nehmen wir diesen Rechner, auf dem wir uns gerade befinden, also Localhost Genau, und super. Danke. Genau. Und jetzt sind wir in diesem Augenblick auf dem gleichen Rechner nicht mehr root, sondern der, ja, dein Benutzer eben, ne? genau. Genau. Das hat ja schon mal geklappt. Mit Exit komme ich dann wieder raus Genau. und bin jetzt wieder der Root. Root. Genau. Gut, als So. nächstes, was machen wir als nächstes? Logfile angucken oder, Quatsch, Config angucken oder na, RSA-Key Login. Weil gut Ja, für zu Hause ist Username, Passwort, denke ich, wahrscheinlich okay. Aber wenn ich jetzt den Server im Internet hätte, dann würde ich ja Username, Passwort eigentlich gar nicht mehr verwenden wollen. ach, zu Hause kann man auch beides benutzen, Ja, genauso ja. wie im Öffentlichen, ja. Ich denke, wir machen jetzt mit dem Schlüssel weiter, also mit dem Key zu Deutsch, Schlüssel. Und weil der kann uns ja auch schon mal die ganze Sache vereinfachen, wenn wir uns da anmelden, ne? Das heißt, ich werde Und jetzt wieder Bashinio.
Genau. Ha, noch ein Exit, jetzt bin ich wieder verschieden. Genau. Wir können aber auch genau auf dem gleichen Server uns im Kreise drehen und das ohne, dass wir das Passwort eingeben müssen. Und das, genau das werden wir jetzt machen zum Spaß. Das heißt einfach SSH Keygen, glaube ich, ne, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das ist ein Tool, um ein Passwort. Da fehlt ein Bindestrich, glaube ich, oder? Hier. Irgendwo, genau. So. So, und jetzt gibt es auch wieder so Standardvorgaben im Unix-Bereich und das ist eben diese IDRSH. Man kann da viel mehr eingeben. Man kann die Größe angeben, die Verschlüsselungstechnik und so weiter und so fort. Im normalen Falle kann man das einfach mal so nehmen. Ja. Sagt er, jo, machen wir. Dann sagt er, jetzt ist das zweite. Möchte man diesen Schlüssel benutzen? Kann man hier auch ein Passwort hinlegen, damit der Schlüssel benutzbar wird. Das heißt, man hätte einmal Login-Daten plus nochmal einen Schlüssel für den SSH-Key. Der wäre dann wichtig, wenn der Schlüssel geklaut wird, ja, also dieser private Schlüssel geklaut wird und jemand sich dann aufs System einloggen möchte. Und wenn dieser private Key kein Passwort hat, dann ist es leicht, auf andere Rechner einzubrechen. Im Privaten würde ich da jetzt, wenn ich von A nach B möchte und nur den Weg verschlüsseln möchte, nochmal möchte ineinander, wow, ich merke, ich werde müde, dann kann ich hier einfach Enter drücken. Ja, ich würde vielleicht hier nochmal ergänzen, man muss sich halt immer die Umgebung bewusst machen, in der man ist. Ja, bin ich alleine zu Hause, alles kein Problem. Habe ich vielleicht Hacking-begeisterte Kinder, würde ich schon mal ins Zweifeln kommen, ob das tatsächlich eine gute Idee ist, hier kein Passwort zu verwenden. Aber spätestens, wenn ich im Internet Infrastruktur betreibe, würde ich auf jeden Fall ein Passwort vergeben, weil, wie du gesagt hast, so ein Schlüssel kann halt abhanden kommen, ja. Also woher nehme ich die Garantie, dass niemand es schafft, mal auf meinem Rechner irgendeine Schadsoftware auszuführen? Also auch Genau. Linux schützt ja nicht davor, dass da nicht irgendjemand was hinkriegt. Also es ist theoretisch immer möglich, in Software einzubrechen und natürlich ist es theoretisch auch möglich, in Linux einzubrechen. Und also wenn ich die ganz sichere Nummer machen würde, wollte, dann würde ich hier ein Passwort vergeben. Da wir aber in unseren Videos alles immer unsicher machen, ne, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, geben wir hier natürlich auch kein Ja. Passwort ein. Genau. Eine weitere Anmerkung dazu ist, dass die verschiedenen Desktops in Linux zumindest, im KDE und im GNOME, den aktuellen, ist es ja auch so, wurde diese Passphrase einmal abgefragt, ist sie zum Zeitpunkt der Session über einen sogenannten Keyholder zur Verfügung. Das heißt, ich müsste mich am Tag, wenn ich mich einmal im Rechner angemeldet habe, einmal das bestätigt habe, das Passwort zum Zeitpunkt dieser Session nicht mehr aktuell eingeben. Ne? Das wäre jetzt nur auf der reinen Konsole, wo so ein Session Holder nicht da ist, dann müsste es halt jedes Mal angeben. Ne? Gut. Gut. Aber ich glaube, ich wandere zu tief in die Sicherheitstechnik ab und Es schadet nie, über Sicherheit in der IT zu reden. Wir müssen auch noch mal irgendwas zu IoT machen, denn das S in IoT steht ja auch für Sicherheit. und nicht für Idioten, ne? Gut, Ich habe also nichts gesagt. Nein, ich habe nichts gesagt. wir haben jetzt einen Key. Und jetzt, wenn ich da das aufrufe, home-io.ssh. Du bist übrigens schon da, ne? Ist ja klar, ne? Du bist ja schon da, du bist ja im Home. Du bist schon da. Ach so, Du hättest bloß ja. Punkt SSH machen müssen. Okay, Das wäre macht einfacher ja Logik. nichts. Macht ja nichts. Da gibt es jetzt zwei Dateien. Eine IDRSA, das ist mein privater Schlüssel. Das ist der, den ich niemanden anderen geben darf. Das ist der, mit Außer dem ich mich mir. authentifiziere. Genau. Das ist der, der nie abhanden kommen darf. Und es gibt den IDRSA.pub und den braucht jetzt natürlich der So, SSH-Server. genau. Pub steht für Public. Ja, muss ja nur damit klar ist, was da in diesem Pub liegt. Ne? Ist nicht zum Trinken aus dem Irischen, sondern Nee, aber den braucht jetzt eben der Public. Server. Den müssen wir da rüberschicken, damit der Server weiß, okay, wenn einer sich mit IDRSA anmeldet, dann ist er das. Und das machen wir jetzt wie?
Ja, ist jetzt relativ einfach. Wir sind, befinden uns ja auf demselben Rechner. Ne? Wahrscheinlich muss ich jetzt einfach wieder root werden. Was möchtest du machen? Den Public Key im Server hinterlegen. Ja, du machst du das doch mit SSH-Copy-ID, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich Doch, mach mal. bin ja hier jetzt bei der Bangler erklärt. Er tut wieder so, als wenn er nichts könnte. So, mal angemerkt hier. Aber SSH-Copy-ID heißt der Befehl, um einen Schlüssel von A nach B zu transferieren. Na, da ist er. Den gab es übrigens früher auf der Apple-Welt von BSD nicht. Ja, den haben sie jetzt auch nachgebaut, dass es da auch gibt. Früher musste man das von Hand machen. Gut, weniger interessant. Aber was jetzt damit passiert ist, dass wir werden uns auf der Gegenstelle autofizieren und dann wird ihnen in eine andere Datei, die wir auf dem Server gleich zeigen werden, unser Public Key hinterlegt. Und wenn der da mal ist, dann brauchen wir das Passwort erstmal nicht mehr einzugeben, weil wir haben sowas wie, ja, ihr kennt ja die elektrischen Schlüssel vom Auto, ne? Einmal klicken und das Auto auf, ja, so ähnlich ist das dann auch. Einmal angeklopft, dann ist das Tor auf und wir sind auf der Gegenseite. Sozusagen Keyless Go Ja. in der Serverwelt. Gut, wer macht den SSH-Copy-ID? Ja, der Benutzer sollte das tun, Okay. der von A nach B möchte. Das heißt, du bist ja der Bashinio und der gibt jetzt genau wieder diesen Bashinio at localhost ein. Ich habe noch nie probiert, nur localhost einzugeben an der Stelle. Sollte aber auch gehen, weil da müsste den Benutzer ja abnehmen. Aber Ja, aber darf, also sehe schon ich darf komisch doch, aus. also jetzt Doch, doch, das geht. ich als Ja. Bechinio. Ja, mach mal. Komm, mach mal. Einfach mal machen. So, jetzt dein lokales Passwort eingeben. Genau, so, und jetzt hat er gesagt, okay, Number of Copies Added heißt, er hat in eine andere Datei jetzt den öffentlichen Schlüssel reingelegt zum Autofizieren und das sehen wir wieder unter der Punkt SSH entweder über den langen Weg oder direkt mit ls.ssh mal gucken, was da passiert ist. Oh, da haben wir eine neue Datei. Autorisierte Schlüssel, ja, auf Englisch hier. Okay. Und deswegen hat das auch funktioniert. Wir hätten das auch von Hand machen können. Habe ich für Serverwelten auch schon mal gemacht, aber eigentlich sollte man das nicht. Das ist nur der Known Host, das wollen wir nicht wissen. Das ist inzwischen, früher lagen die IP-Adressen immer offen, heute muss man die rauspirschen. Das geht nicht mehr ganz so leicht. Gut. Aber den Authorized Key müsste der gleiche sein wie der Public Key von der Art her. Ja, bestimmt. Wollen wir mal gucken? Keine Mit Ahnung. Cat? Wir Was schon mal willst du über jetzt nochmal? über diesen Authorized Key laufen lassen. Schauen wir mal an. Und nochmal über den Cat, über den IDRSH.path hätte ich mal gerne. Nein, nicht den privaten, den öffentlichen. Bei denen haben wir ja nicht transferiert. So, jetzt haben wir genau das nicht, wie ich es haben wollte, aber egal. Jetzt haben wir ein großes Loch dazwischen, aber auch gut. Mach mal clear, bitte. Man sieht es doch. Ist Und genau das das so. Gleiche. Genau, das wollte ich gezeigt haben. Ne? Also, was jetzt passiert ist, dass wir den öffentlichen Schlüssel rübergetragen haben und damit wir, haben wir dann Keyless, können wir uns anmelden. Jetzt können wir da. Wer sind wir denn gerade eigentlich? Jetzt bin ich schon wieder im Kreis gefahren. Wir hatten nur SH-Copy gemacht, mehr Nein, nicht, ne? ich bin jetzt aktuell Bechinio auf dem Server als der Nutzer. Der Nutzer. Aber ich bin halt auf demselben Server. Das ist gerade ein bisschen das Verwirrende. Okay, geh mal so weit raus, dass wir das Shell-Login sehen können und dann. Das wäre jetzt der nächste Exit. Ich bin zu weit Ah, draußen. okay, da könnten wir ja jetzt ja praktisch das gleiche, wie du gerade eben mit SH-Copy gemacht hast, nur mit SSH machen und werden bemerken, dass du kein Passwort eingeben musst. Ah, boom. Wir sind drauf bei SSH. Wir haben in dem Keyshaking jetzt vorhin kein Passwort hinterlegt und deswegen sind wir einfach plumpstebums eigentlich jetzt remote-technisch auf dem eigenen Server Aber ohne Passworteingabe. was ich jetzt nicht ganz verstehe, oder was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist,
Ich kann ja jetzt nicht einfach dieses SSH, wie hieß es, ID, SSH, Copy-ID. Ich kann ja Ja. mit SSH Copy-ID jetzt nicht einfach meinen Hashwert an einen beliebigen Server senden. Doch. Und der nimmt es Wenn dann ich auf und. den Benutzer, ich muss ja jetzt nicht der Maschine sein, ich könnte ja irgendein anderer Benutzer sein, dessen Passwort ich kenne. Dann übergebe ich an diesen Benutzer meinen öffentlichen Schlüssel und könnte mich als dieser Benutzer ohne Passwort wieder authentifizieren. No. Nee, worauf ich hinaus wollte, warum es geklappt hat, ist, dass es diesen Benutzer Bechinio auf dem Server bereits gibt. Ja, Und das. ich mit dem Passwort dieses Benutzers habe ich dann autorisiert, dass jetzt hier dieser Key übertragen werden durfte. Das ist natürlich bei diesem Konstrukt hier, wie wir es gerade fahren, ein bisschen verwirrend für mich. Ist ein bisschen im Kreise, aber das Ja. macht der Sache keinen Abbruch. Ja, das ist egal. Aber also es braucht eben einen Benutzer auf dem Server, der dann eben durch diese Passworteingabe das auch autorisiert, dass diese Copy-ID stattfinden kann. Ja, klar. Das ist Das war mir jetzt wichtig, dass das klar wird, ja. Gut. okay. Aber es ist doch schön, dass man sich in sich selber kopieren kann, oder? Und dann auch in sich selber ohne Passwort sich anmelden darf. Ist doch eine schöne Sache. Oh. Dieses Konzept, was du dir da ausgedacht hast. So, gut, also So. das heißt, wir kommen jetzt hier ganz einfach per SSH drauf, ohne Passworteingabe und. Aber nur eben jetzt auf der lokalen Maschine, nicht per Remote, ne? Ja. Aber wenn du jetzt eine Maschine hättest, dessen Benutzer mir jetzt nicht bekannt ist, könntest du dich ja mit Copy-ID ein Pub rüber kopieren, den wir dann nicht gucken müssen, wobei der auch irrelevant wäre, weil du bist ja privat zu Hause. Und dann könntest du von da auf die Shell-Ebene und kannst dann wieder die Buchstaben schön groß machen. Was wird passieren? Wieso? Du hast ja nur jetzt den Localhost gegen die öffentliche IP-Adresse. Und da der Port offen ist, standardisiert und auch standardisiert in dem Fall unter der Debian keine Firewall existiert, habe ich nichts anderes erwartet. Genau. So. Also das heißt, dieser Rechner ist jetzt über seine öffentliche IP, nicht nur über dieses Localhost Konstrukt, wo wir uns ja auf dem Rechner, sondern wir verbinden uns jetzt eigentlich, wir gehen bei unserer eigenen Netzwerkkarte raus und wieder zur eigenen Netzwerkkarte rein. Das ist jetzt dieses Konstrukt, was wir gerade fahren. Wäre aber immer noch Software, ne? Weil wir haben das Netzwerkadapter nie verlassen. Das ist das Schöne dran. Gut, dann können wir uns mal gemütlich die SSH-Config angucken, also die SSHD-Config an der Stelle, jetzt nicht die von den kleinen, von der kleinen Seite. Nein, das wird nicht gehen. Aber das sage ich dir gleich. Weil wir haben zwar das Paket vorhin installiert, aber der Benutzer ist nicht in der Sudo-Gruppe. Das haben wir vorher nicht gemacht. Okay. Nur so als kleiner Hinweis. Ja, hast du recht. Soll man das noch schnell bewerkstelligen, so zwischendrin? Was machst du denn da? Mich arbeitsfähig machen. Also. Nano tut's auch. Der ist klein und er ist schon drauf. Warum? Ja, weil er klein ist. Nee, ja, die Sudo-Gruppe aufnehmen, das können wir natürlich gleich auch machen. Es läuft halt hier dummerweise diese Installation. Warum macht Debian das? Was? Dass sie Vim nicht vorinstalliert haben. Um den Server klein zu halten, ist über die Jahre Aber so dafür tun sie groß einen gewachsen. Nano rein. Ja, der hat ist viel kleiner. Wollen wir mal die Paketgrößen vergleichen? Es geht ja auch darum, Basissysteme so klein wie möglich zu halten. Es gibt noch den abgespeckten VI, ne? Jetzt wär hier noch ein T-Mux nett, ne? Ja, wäre auch nicht. Also T-Mux ist ein Terminal,
Emulator, mit dem ich praktisch auch mehrere Fenster darstellen kannst im Terminal. genau mehrere Fenster im Terminal, weil so habe ich jetzt, hänge ich jetzt mit einem T-Mux, würde das jetzt einfach, würde ich sagen, oh, neues Fenster und Ja, aber du willst ja dein Vim. Dann nützt das andere Fenster auch nichts, weil da gibt es noch keinen nein, das meine ich. Aber darauf wollte ich nicht hinaus, sondern das T-Mux, wenn ich mich tatsächlich jetzt so mit SSH auf einem Server im Internet verbinden möchte, und dann habe ich halt immer nur ein Terminalfenster und wer da gerne mehrere hätte, da wäre T-Mux eben eine coole Geschichte aus meiner Sicht. Aber guck mal, das wird ja schon besser. Ja, die Frage ist nur, müssen wir da auch mal ein Video dazu machen, wie man T-Mux bedient? Oder soll ich das allein machen? Boah, Oder? das können wir auch zusammen machen, das ist egal. Gut, also, jetzt sind wir soweit. Exit, ich bin jetzt wieder der Bescinio. Jetzt wolltest du mich in die Sudoers-Gruppe aufnehmen lassen. Ja, aber dazu musst du wieder Root sein, jetzt bist du als Root herausgegangen. Das ist nicht gut. So, dann bin ich halt wieder gut. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, weil wir probieren es aus. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Gruppe heißt von Sudo. Aber wir probieren es mal aus. Schon lange kein Debian mehr installiert. User Mod heißt der Befehl, also Nutzermodifizierung. Leer minus A groß G. Leer. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob das die Gruppe Wheel ist oder die Gruppe Sudo ist. Ich glaube, sie haben die Gruppe Sudo genommen wieder. Warte mal kurz. Das müsste doch in den Groups sein, oder? Ja, das muss in der Gruppe so sein. Nee, das ist vordefiniert. Sudosa, da gibt es eine Sudo-Gruppe 27. Genau, auf der Apple-Welt ist es nämlich die sogenannte Wheel-Gruppe. Sudo 27. Genau. Meine Worte. Also. Ja, ich Genau. wollte Meinem Wort nicht trauen, alles nein, klar. nein, weil du vorhin gemeint hast, ich soll es rausgreppen, dass man es leichter Ja. sieht, wollte ich vorgeleichen. So, minus AG und jetzt sudo, oder? Nein. Ja, das Hochzeichen brauchst du jetzt nicht. Einfach nur die Gruppennamen und leer und dann einfach nur Benutzername. Ja, sollte wirken. Jetzt müssen wir zweimal Exit eingeben, weil die Session von Bushinho, die müssen wir neu machen. Der muss komplett weg sein. Oh, boah. Ist spannend, ne? Wie viel Exit wir da haben. So, jetzt ist er wirklich zu. Jetzt können wir uns mal mit, genau. Und wenn wir jetzt sudo minus s von Shell machen, dann sollte das funktionieren. Wir haben Bushinho-Passwort und geht, oder? Sehr schön. Also. Gut, haben wir sudo noch reingeschoben, wie wir das installiert. Ja. Jetzt wollten wir uns ja noch mal die wichtige Config-Einstellungen angucken, ne? Oder? Ja, zumindest sollten wir uns zwei wichtige angucken an der Stelle, die ich als maßgebend empfinde. Es gibt dann noch viel mehr. Mit den meisten kommt die normalen Benutzer aber nicht in Berührung. SSHD oder SSH-Config? Die SSH-Daemon, also für den Service. Die ist übrigens schreibgeschützt, weil du bist nämlich gerade nicht root, aber das ist egal. Zum Angucken wäre es jetzt egal gewesen. Haha. Jetzt steht unten nicht mehr schreibgeschützt, ne? Ja. Gut. So, da haben wir gleich mal so. Also ich werde jetzt nicht alles erklären oder alles kann ich eh nicht aus dem Kopf, aber vieles. Aber der erste ist schon mal wichtig, oder? Meinst du nicht auch? Port 22, meinst du? Oh, meinst du nicht auch, dass das nicht ganz so unwichtig wäre? Und warum? Bestimmt, oder? Naja, also wenn ich halt einen Port 22 habe, dann läuft SSH automatisch. Wenn ich einen anderen Port habe, dann muss ich halt immer Genau. den Port angeben. Genau, also den Honeypot, den ich da habe laufen lassen, mit 1,2 Millionen IP-Adressen waren es, glaube ich. Also genaue Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die Größenordnung. Zeilen.
Zeilen, Dankeschön für das Deutschwort. IP-Adressen waren es weniger. Ja. Was? Ja, du hast eine Korrektur aus der Datei gemacht, ja, weiß schon. Danke für die Post. Die habe ich logischerweise auf dem 22-Port laufen lassen. Kann man, wenn man einen Honeypot macht, auch aus Sicherheitsgründen betreiben. Das heißt, man lenkt sozusagen die Täter ab von dem, was sie eigentlich möchten. Und ich habe den natürlich auf einem ganz anderen Port laufen, den ich natürlich damals auch nicht so preisgeben tue. Es gibt dann Techniken wie sogenannte Portscanner, die dann mal noch schauen können, auf welchen Ports dann noch so sein könnte. Aber der Standard wird zuerst mal angeschaut. Und deswegen ist die Empfehlung hier, im öffentlichen Bereich würde ich auf jeden Fall den Port immer ändern. Für virtuelle Tests spielt das meistens für mich keine Rolle. Aber auf echten Servern laufen die garantiert bei mir nicht auf diesen Port. Gibt es da irgendwie Empfehlungen, welche Ports vielleicht schlechter gescannt werden oder so? Oder welche Ports sollte ich meiden? Ach, 80 Naja, wäre wahrscheinlich schlecht. nein, der wäre gar nicht mal so schlecht. Ich meine, 880 ist Nee, er zwar. 8080 meinst du, ne? 80. Weil das ja Ach der so, Webserver. der 81, ja, der Webserver. 80, 443, der Security-Webserver, 443, 995, 993, 589, das sind so die Standard-Ports, die man am meisten so hat für die Mail-Server. Ja, Wir können die jetzt durchaddieren, das machen wir jetzt nicht, aber auf jeden Fall alles unter 1000 kann man ganz global sagen, sollte man eigentlich in Ruhe lassen, dann macht man schon mal nichts falsch. Ja. Im oberen Bereich gibt es dann natürlich auch noch welche, im Datenbankbereich zum Beispiel, aber so im Groben kann man auch im Netz direkt nachschauen, welche Portbereiche frei sind, ja, welche nicht benutzt werden. Und ich benutze für jeden Server immer einen anderen. Das heißt, wenn ich sollte mal einen bösen Jungen haben, der dann doch mal den rausfindet, dann habe ich garantiert auf einem anderen Server, weil er mich gut kennt, den nicht mehr laufen. Also den Leuten es nicht so einfach machen. Das heißt, gewöhne dich niemals, wenn es um Sicherheit geht, an eine Kiste, sondern ändere sie für nach Belangen auch jedes Mal. Auf jeden Fall, der 22er ist auf jeden Fall schlecht für Also den öffentlichen Bereich. ich hätte mal auch eher gesagt, so oberhalb von 30.000 anfangen. Weil Ja, die Portscanner, da. die scannen ja, sag ich mal, in der Standardeinstellung erstmal nur ganz gängige Ports. Ne, und die über 30.000, da muss ich ja schon ganz bewusst sagen, dass ich die auch mithaben möchte. Ja. Gut, 30.000 ist eine gute Nummer, große Hausnummer. Ich denke, da muss man auch nicht lange überlegen, ob es geht oder nicht, ja, wenn du das meinst. Ja, da, also wer da einen Portscanner laufen lässt, der fällt dann auch auf, weil der dann mindestens 30.000 mal versucht. Was herauszufinden. Ja. Aber das macht auch nur dann Sinn, wenn wir selber an der Schiene selber auch was prüfen, ob das gemacht wird, ne? Ja, klar. Also wenn das keiner prüft, dann ist es auch egal. Gut, aber wir verfallen zu stark der Thematik. Auf jeden Fall, Port 22 ist per se schlecht im öffentlichen Bereich. Im privaten, wie wir es jetzt hier testen, lassen wir das mal. Aber die Empfehlung hier, jo, bitte ändern. So, und hier haben wir, du bist gleich spannend auf die richtige Zeile gehockt. Habe ich das nur ahnen können? Haben wir auch noch nie geändert zusammen, ne? Haben wir noch nie gemacht. Würde ich jetzt hier gehen, diese Zeile dem Root-Benutzer die Möglichkeit geben zum Einloggen, dann müsste ich das einfach wegmachen, dieses schöne Gatter, Raute. Und ein Yes hinein deklarieren, dann dürfte auch der Root-Benutzer mit einem Passwort sich hier anmelden. Das, was jetzt hier gemacht worden ist, oder eingegeben wurde, bitte nicht so im öffentlichen Bereich einsetzen, ist immer unpraktisch. Den Standard kann man eigentlich hier belassen. Man kann ihn sogar so stellen, dass es gar nicht mehr geht. Mit einfach einem No hinten dran, dann ist auch mit Key Shaking mit dem Root User auch nichts mehr
los. Ne? Mhm. Also diese Zeile, wenn es gehen sollte auf einem Server, einfach ein No hinten rein, dann wirkt das auch so, dass das Astro schon gar nicht funktioniert. Weil das Große hinten dran, wer kann sich das schon merken? Aber ein No, denke ich, kann sich jeder merken. Ach, das macht's Gleiche. Nee, nicht ganz. Ja. Also Root-User mit Key-Shaking würde dann immer noch funktionieren, aber das ist ja Passwort-Hinterlegung würde dann nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, mit SSH-Keys zu arbeiten. Es ist sinnvoll, nie einen direkten Root-Login und schon gar nicht mit Passwort zuzulassen. Genau. Da sind wir uns ja einig. Genau. Gibt es noch Also haben wir jetzt schon mal zwei Sachen gesagt. Einmal den Port zu ändern, zum zweiten den Root-User generell nicht zuzulassen. Und der dritte Punkt, den du gerade selber gesprochen hast, am besten nur mit Schlüsseln arbeiten, ohne Passwörter. Das geht auch. Also wenn ich jetzt auf einem Server bin und den Admin kenne, und der Admin kann ja immer auf Root-Ebene runter, könnte ich auch zu ihm sagen, pass auf, ich brauche einen Benutzer auf dem Server. Dann sagt er, ja, ich mache dir einen. Und wenn es ein netter, guter Admin ist, dann macht er das dann auch mit Keyshaking. Dann sagt er nämlich zum Benutzer, gib mir bitte deinen öffentlichen Schlüssel. Und schickt er keine E-Mail und sagt, hier ist ein Passwort. Also schlechter Admin, ich schicke dir dein Passwort oder ich sage dir dein Passwort. Guter Admin sagt, gib mir deinen öffentlichen Schlüssel. Dann ist es auf jeden Fall schon mal sicherer. Was wir meistens antreffen, ist natürlich derjenige, der uns sagt, ich schicke dir mein Passwort. Da habe ich keinen Vergleich. Aber wir lernen halt also, Passwort ist schlechter als Schlüssel, ist schlechter als Schlüssel-Bit-Passwort. Genau. Und warum ist das so? Weil Passwörter, wie wir in dem Honeypot-Video sehen können, es gibt halt Rechner da draußen, die versuchen halt die ganze Zeit, sich da einzuloggen. Und die verwenden Passwörter und keine Schlüssel. Genau. Aber ein anderer Punkt ist ja der, ein Schlüssel ist ja eigentlich auch nichts anderes wie ein Passwort, oder? Ein sehr langes Passwort. Genau, und das wollte ich gerade hören. Die Bitbreiten von diesen Schlüsselgrößen sind so groß, dass es den Servern so gut wie unmöglich, zumindest zu unseren Lebzeiten, sage ich mal dazu, nicht möglich ist, diese zu entschlüsseln. Ja, vielleicht wird sich durch die Glastechnik, durch andere Techniken der CPU, vielleicht wird es mit der Power dann mal so stark, dass es dann doch geht, aber zum Zeitpunkt heute, hier und jetzt, können wir das als Privatbenutzer und auch die Großen bestimmte Keylängen nicht brechen. So, wenn ich hier an der Stelle einen kleinen Ausflug machen darf, es gibt von bestimmten Ländern Vorschriften, wie stark Passwörter sein dürfen, und die sind deshalb vorgeschrieben, damit sie auch brechbar sind, man die Daten auch zur Not auch einsehen kann. Das man nur an dieser Stelle erwähnt. Huch, dann leben wir doch in keiner Diktatur. Nee, überhaupt nicht, nein. So. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Ja, eigentlich haben wir jetzt ja noch gar nichts wirklich geändert. Was wir jetzt geändert haben, ist nämlich, dass wir gesagt haben, irgendwo müsste nämlich, ich muss mich am Augenblick rücken, ich bin schon müde, Entschuldigung dafür, aber irgendwo müsste auch die Einstellung sein, jetzt muss ich gerade grübeln, die Einstellung sein, dass wir uns nur noch mit Key, also Passwort-Challenge mal ausschalten können. Hier ist doch Passwort Authentication. Genau, und die müssen, wenn wir die abschalten, ist dann nur noch die Authentifizierung möglich mit dem Key an der Stelle. Weil Key ist ja eingeschaltet, das haben wir bemerkt. Wir konnten es ja uns damit authentifizieren. Wenn wir jetzt hier ein No eingeben, so, dann haben wir es zumindest geschafft, dass wir jetzt nur noch mit unserem Key uns anmelden können. So. Sollten wir das auf einem entfernten Server machen und vergessen, uns Keys zu hinterlegen, dann sage ich einfach mal nur und tschüss, ne? dann kommen wir nämlich nicht mehr drauf. Aber das können wir jetzt probieren, oder? Ich meine, jetzt haben wir so viel erklärt.
Das sollte man doch mal dazu Tatschreiten und gucken, ob die Dinge so wirken. So, jetzt haben wir die Datei geändert. Das müssen wir natürlich auch den Service neu starten, glaube ich, oder? Davon würde ich jetzt mal schwer ausgehen. System CTL, ne? Ja. Und jetzt Restart. Restart SSH. HD war das, ne? So. Nur SSHD oder SSHD.Service? Wenn es ein Service ist, reicht auch die Kurzschreibweise. Ja. Jetzt haben wir aber keinen Benutzer ohne Key. Der Benutzer hat es auch vorhin Key gemacht. Ja. Also können wir uns lokal hier mit unserem Server immer noch verbinden. Ja, genau. Aber das muss immer noch funktionieren. So, und jetzt gehen wir raus und werden den Bushinho versuchen, über Localhost über Passworteingabe zu authentifizieren. Raus, Exit. Jetzt gehen wir mal in das .ssh-Verzeichnis rein. So. Jetzt machen wir einen Move. Wir werden das Authorized Key nämlich wegnehmen, wenn ich hier geschmeißen habe. Access und dann machen wir .bk für Backup hinten dran. Dann heißt es anders da. So. Und jetzt. Ja, hat nicht geklappt. Macht er nicht. Er hat keinen öffentlichen Key gefunden und tschüss. Wenn wir jetzt ganz gemein wären, hätten wir das noch so umgestellt, dass wir nicht mal die Fehlermeldung bekommen, sondern noch das Login-Verfahren und dann darin hinten festhängen. Aber hast du schon wieder geändert, ne? Ja, zurückgeändert. Fatz, ne? Und drauf sind wir. Wir sehen also, wir können auf Lokalebene in einer virtuellen Umgebung solche Sachen auch sehr gut austesten, ohne dass wir irgendein System gefährden, weil Veränderungen bei Zugängen über Verschlüsselungstechniken ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil an falscher Stelle raus, ja, dann hilft nur noch der Safe-Modus, den es bei den öffentlichen Servern oft gibt, um dann diese Änderung wieder rückgängig zu machen, weil man nicht mehr draufkommt. Deshalb Vorsicht mit Verschlüsselungstechniken. Ändert diese Sachen, das ist unsere Empfehlung an der Stelle, aber seid vorsichtig damit. Es könnte sein, dass ihr euch selber aussperrt dabei. Genau, deswegen vorher genau wissen, was man tut. So. Ja. Gute Dreiviertelstunde. Denke, also ich wüsste jetzt nicht, was man noch zum Thema SSH erzählen sollte, außer wir wollen anfangen, Diffie-Hellman zu erklären, aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht mehr. Nicht um diese Uhrzeit. Sollten halt aufhören, nach Mitternacht zu drehen. Obwohl, es ist ja die richtige Hackerzeit, ne? Ja. Wenn man so sieht, ne? So. Von der Zeit her eigentlich. Oh, optimal. Mein Bild ist eingefroren. Ja. Ist es schon lange eingefroren? Nein, die letzten 3 Minuten, glaube ich. Gut, das ist ein gutes Zeichen. OBS hat mein Bild eingefroren, ich denke. Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Bis der Bankler erklärt's.